Zwei unterschiedliche Ansätze gibt es eigentlich. Und das zweite ist die sogenannte offene Adressierung, dass jedes Tabellenfeld halt nur ein Element aufnehmen kann. Und wir dann zusehen müssen, wenn wir jetzt mit der Hash-Funktion ein bereits besetztes Tabellenfeld ermitteln, dass wir dann vielleicht eine Alternative wählen. Also sozusagen so eine Ausweichstrategie. Die sogenannte offene Adressierung. Wir tragen prinzipiell in alle Tabellenfelder was ein. Wir tragen in diese Tabellenfelder entweder unsere zu speichernden Elemente ein oder halt irgendwie so ein Dummy-Element, hier wieder mit nil bezeichnet. Die Hash-Funktion wird jetzt erweitert. Hier wieder, das sind Indizes für unsere Tabelle. Und Idee ist jetzt, wenn ich hier so eine Hash-Tabelle habe und beispielsweise an dieser Stelle eintragen müsste und da schon etwas steht, dass ich mir dann sozusagen eine Alternative aussuche. Ich berechne, U ist mein Universum, also die Menge der möglichen Schlüssel, in Kombination hier mit einem Index, beispielsweise hier, das wäre hier so ein Index fürs Tabellenfeld, gucke ich halt an, wenn da schon einer drin ist, würde ich das quasi als Parameter hier neu reinstecken und mir ein neues Feld liefern. Ja, und dann kriege ich vielleicht den nächsten hier, I plus 1, oder ich kriege einen irgendwie hier unten. Ja, also ich suche mir quasi eine Alternative. Und prinzipiell, wenn ich also so eine Art von Hash-Funktionen habe, brauche ich, dass nämlich für alle Schlüssel K gilt, das muss eine Permutation sein von 0 bis M. Also ich muss prinzipiell auch wirklich alle Felder hier ermitteln können. Ansonsten kommt es wieder so zu so einer Clusterung oder zu Kollisionen. Also alle Tabellenfelder werden bei diesem Einfügen auch wirklich berücksichtigt. So, und das Einfügen könnte dann beispielsweise so aussehen. Das ist mein Schlüssel K. Das ist meine Tabelle, in die ich eintragen möchte. Und ich fange an irgendwie bei I gleich 0. Gucke mir an den Wert der Hash-Funktion. Liefert mir jetzt einen Wert J. Wenn da noch nichts drin steht, dann trage ich ein. Liefere den Wert den Index zurück, um den vielleicht weiter zu verarbeiten. Und ansonsten gucke ich halt dem nächsten nach. Also werte ich hier in dieser Schleife, gehe ich wieder oben rein und berechne den nächsten Wert für i gleich 2, i gleich 3 und so weiter und so fort. Und wenn ich das nirgendwo eintragen kann und dann letztendlich aus dieser Schleife hier rauslaufe wieder, dann erkenne ich, oh, da habe ich auch jetzt keinen Platz mehr. Und dazu passend dann das Suchen, genau das Gleiche. Ich gehe quasi die Einfügeoperation nach, bilde die quasi nach. Ich fange auch wieder bei i gleich 0 an. Ermittle ich ja den Wert der Hash-Funktion. Ja, und dann muss ich gucken, das Element, was ich da finde, muss ich natürlich jetzt noch überprüfen. Ist das wirklich das Element, was ich suche? Darum gucke ich mir hier den Schlüssel nochmal an. Ist K gleich dem Wert, der hier eingetragen ist? Und wenn ja, liefere ich es zurück. Und wenn nicht, halt laufe ich weiter in meiner Schleife. Ja, und diese Suche kann ich natürlich beenden, wenn ich auf ein bereits leeres Feld getroffen bin. Wenn ich beim Einfügen auf so nil treffe, dann trage ich da ein. Und jetzt lassen wir erstmal Löschoperationen außen vor. Wenn ich jetzt suche und dann auf nil treffe, dann bin ich fertig, weil ansonsten hätte die Einfügeoperation das da eingetragen. Also mit der Löschoperation müssen wir ganz vorsichtig sein. Wenn wir da jetzt einfach, wenn wir ein Element rauslöschen, das entsprechende Tabellenfeld auf nil setzen, dann würde unsere Suche nicht mehr funktionieren. Also was man machen könnte, Idee ist genau richtig, ich muss das irgendwie speziell kennzeichnen, dass es irgendwie gelöscht ist, aber die Suche dann halt noch weitergehen kann. Dass die Suche dann genau nicht abgebrochen wird. Es darf alles drinstehen, nur nicht dieses nil. Ich könnte jetzt beispielsweise irgendwie so einen speziellen Wert eintragen, deleted, würde dann aber sozusagen die Suche nicht abbrechen. Ja, auch da gibt es eine Reihe von möglichen Funktionen, auch die gebe ich einfach nur an. Lineares Sondieren zu so einer Hash-Funktion, wie wir sie bisher haben, definieren wir jetzt sozusagen einfach diesen zweiten Index. Ich nehme mir meinen H', addiere da dieses i drauf und dann wieder modulo m. Es werden dann einfach die nachfolgenden Zellen untersucht. Es werden, oder Tabellenfelder besser gesagt. Also wir würden anfangen mit T von H' von K. Ja, und wenn der belegt ist, würden wir überprüfen T H' von K plus 1 bis T M minus 1. Ja, hier wegen modulo M. Und dann würden wir weitermachen bei T von 0 bis T von. Ja, das wäre irgendwie die Folge, die dann bei dieser Einfügeoperation oder Suchoperation geprüft werden würde. Gefahr ist vielleicht so ein bisschen, dass wir eine Kettenbildung haben. Also wenn wir irgendwie aufeinanderfolgende Schlüssel haben, dass die dann halt so Ketten in dieser Hash-Tabelle produzieren. Ja, wenn ich im Prinzip so Ketten habe und habe ich genau einen Wert dazwischen, der da gefüllt wird, dann produzieren wir längere Ketten, die ich dann überspringen muss. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Bessere Streuung erzielt man mit dieser Funktion, mit dem sogenannten quadratischen Sondieren. Da nehme ich mir hier zwei so Konstanten, ja, und berechne hier quasi so einen quadratischen Wert aus dem i. Zusätzlichen Parameter, den wir da reinstecken, rechnen wir hier mit drauf. Und das streut einfach ein bisschen besser dann in dieser Tabelle. Und ein drittes Beispiel gebe ich Ihnen auch noch an. Sogenanntes Double Hashing. Wir verwenden zwei Hash-Funktionen. Erste H1, H2, die beide von der Menge unserer möglichen Schlüssel abbilden auf diese Tabellenfelder. Und die verrechnen wir beispielsweise hier über diese Formel H1 von x plus i mal H2 von x, dann das ganze modulo m.
Wobei es keinen Sinn macht, wenn dieses H2 Modulo M gerade die Null liefert, dann hätte die keinen Wert sozusagen. Und da gucken wir uns mal ein Beispiel für an. Und wir möchten die gerne einfügen, die 3. So, was ist denn H3 von I? Das wäre H1 ist 3 Modulo 7 plus I mal H2 ist, was ist 3 Modulo 4? Ist 3 plus 1, also plus 4. Und das Ganze Modulo 7. So, und wir fangen an mit I gleich 0. Dann steht da 3 Modulo 7. Für I gleich 0 liefert uns das ein Feld, das auf jeden Fall leer ist. Also tragen wir die 3 bei der 3 ein. Müsste das sein, ne? Probieren wir den Wert 17. 17 Modulo 7 ist was? Plus I mal H2. 17 Modulo 4 ist 1. Plus 1 ist 2. Das Ganze Modulo 7. So, für I gleich 0. 3 Modulo 7, da ist schon belegt. Für I gleich 1. 5, da ist noch Platz, ne? Also können wir die 17 hier eintragen. 6 Modulo 7 ist 6. Plus I mal 6 Modulo 4 ist 2, plus 1 ist 3. Das Ganze Modulo 7. So, das prüfen wir jetzt für die I gleich 0. Also hier müssen wir I gleich 0. Hier hätten wir I gleich 1. Hier prüfen wir wieder I gleich 0. Also 6 Modulo 7 ist 6. Und dann können wir die 6 hier eintragen. Da ist nämlich noch Platz. 2 Modulo 7 ist auch noch Platz. Also können wir hier die 9 eintragen. I gleich 0. Und hier für I gleich 1, das passt. Hier können wir die 15 eintragen. Und dann trage ich die restlichen Werte noch eine 13 und hier bei 4 kommt, das passt genau. Rein zufällig geht das gerade auf. Hashing mit offener Adressierung benötigt keinen zusätzlichen Speicherplatz. Ja, wie wir das eben hatten, da braucht man Platz für diese Listen. Verhält sich schlecht, wenn der Belegungsfaktor nahe 1 kommt, weil dann müssen wir nämlich immer sozusagen diese, was wir auch gerade hier gemacht haben, gucken, für welches I das denn gerade funktioniert. Und Unterstützung der Delete-Operation, da müssen wir uns halt irgendwie einen Trick überlegen. Ne, da müssen wir uns dann irgendwie so einen Hilfsfleck überlegen, dass wir sagen, so, der Eintrag, der ist jetzt gelöscht und dann müssen wir sozusagen dann drüber hinwegspringen.